Oder leer Power, ja, Anwalt ist da. Dann gehen wir gerade mal. Oh, klar. Gerade mal da. Mit dem da. Kommen Sie raus. Gehe gerade mal der Kollegin da vorne hinterher, beziehungsweise dem Kollegen. Ich laufe hinterher. Hinterher. Oh, super. Oder leer. Ja, Grüße. Kann ich kurz alleine mit ihm sprechen? Ja, ja, lassen Sie uns kurz mal alleine sprechen. Natürlich. Ganz genau. Wenn du irgendwas ist, schreie es, gell? Ja, ja, klar. So. Tossi. Ja, was kann ich für dich tun? Ich habe ein Problem. Habe ich schon gehört. Molotow hat in vier Officer. Nein. Die sind hier alle so nett zu mir. Also? Das ist mein Problem. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht wieso. Pass auf, wir waren vor diesem Stripladen. Ja, ja. Security hat uns nicht reingelassen. Wir haben gesagt, Wichser. Okay. Und dann kam die Polizei und dann natürlich alles abbekommen. Ich habe mich aber gerade, ich habe schon einen sehr groben Wortlaut, weißt du? Ja, ja. Habe ich mich aber gerade entschuldigt für. Ist ja in Ordnung. Und im Wegfahren hat sich eine Schnapsflasche aus meinem Reservebehälter in der Fahrertür gelöst, der sich dann aufgrund des Funkenschlags im Asphalt und der hohen Temperaturen vermutlich selbst entzündet hat. Und die stand dann in Flammen. Ei. So gleich eine Zigarette oder so mit rausgefallen. Die haben ja alle Geruch davor. Ja. Ah, es ist auf jeden Fall schwierig. Schwierig. Und zwei hat sie auch noch in deiner Tasche drin, ne? Was? Nö. Ja, wurde mir gerade so gesagt von der Officerin, also dass du noch so zwei präparierte Mollys bei dir hättest. Nee. Okay. Also, ich wurde durchsucht von drei Leuten mehrfach. Ja. Ich habe nie irgendwas dabei gehabt. Ein Mr. Higgins hätte die abgenommen. Nee, hat er nicht. Okay. Ja gut, vielleicht hat die auch eine Fehlinformation. Alles klar, super. Ja gut, es war halt ein Unfall gewesen, ne? Naja, also. Also das ist wahrscheinlich die großzügigste Interpretation eines Unfalls, die ich je gehört habe, aber ja, du warst da schon recht. Ich bin ja kein Jurist. Ja, aber durchkommen werden wir damit nicht. Ich sag's dir, wie es ist. Ja, weißt was? Sag's einfach, ja, aus dem Affekt. Wolltest gar nicht, dass sie angezündet war und ist aus Versehen angezündet geworden, weißt du? Naja, ich habe mich bei den Officern schon entschuldigt, die das jetzt hier sind haben, bevor du gekommen bist. Ja, ja. Und, ist halt aus der Tür, aus dem Türrahmen. Ich war halt so wütend und dann ist das rausgefallen. Und ja, hast halt mitgeworfen und das ist aus Versehen dann angezündet gewesen. Puh. Durch Funkenschlag. Keine Ahnung. Ach, scheiße. Ja, das ist halt hochprozentiges, das trinke ich halt. Das ist halt nur seine Nebenwirkung. Ja, eben. Weißt ja, wie schnell sowas. Ja gut, da war jetzt ein Tuch reingesteckt, ne? Kein Korken, das ist dein Problem. Genau, aber ich hatte ja keinen Korken da. Ja, gut. Ja gut, machen wir gleich eine Aussage und dann kannst du wahrscheinlich auch schon wieder gehen. Ah ja, klar. So wie ich das gehört habe. Gut. Wo sind denn die jetzt schon wieder hingelaufen, die Officer? Ich soll rufen, wenn die zurückkommen sollen. Oh ja. Officer? Klopf, klopf. Wohin ist so oft hier drin, der hört das die ganze Zeit. Ja, großartig. So, mein Anwalt sagt, ich soll jetzt die Aussage aufgeben. Genau. Ja, dann bringe ich sie zurück in die Zelle, das machen wir dann da. Ja. Danke, Borsi. Borsi will dabei sein. Können wir das nicht hier vorne machen oder so? Irgendwie ja, muss er ja nicht hier. Normal kommt die Officer dann mit. Ja, und ich würde gerne mit Kim Kardashian schlafen, kommen Sie. Weil mein Anwalt sagt, nee. Nee, das geht nicht. Da muss ich mit. Ja, wir holen Sie dann gleich dazu. Okay. Kommen Sie. Okay. Wann kommt jetzt der Anwalt? Ja, kommt gleich, keine Sorge. Bis rein. Ich gehe mir erstmal einen Hotdog machen. Wir sehen uns. Hä? Ich dachte, es ist explizit verboten, so eine Scheiße zu machen. Also. Okay. Entschuldigung. Hat der Kollege nicht zugemacht, die Zelle? Nee, der hat gesagt, er geht sich einen Hotdog machen und der wollte meinen Anwalt holen wegen Aussage. Ja, der Anwalt kommt gleich. Können Sie mal von der Tür hier weggehen? Oh ja, klar. Sonst krieg ich den nicht auf.
Okay, ja, wenn Sie wollen, setzen Sie sich hier an den Tisch oder gucken Sie mal, was im Fernsehen läuft. Wir sind in 2 Minuten da. Alles gut. Ich trage immer noch einen Ingersoll. Immer noch Ingersoll. Kostet 100 Euro. Oder 150 oder so. Ja, grüß dich. Oh, moin. Oh, Houdini, kann ich ein Autogramm bekommen? Wie sind Sie aus der Zeit hergekommen? Die sind alle zugeschlossen. Nee, die waren nicht zu. Die sind zu. Glauben Sie mir, ich lasse keine Zeit offen. Ich habe mit der Kollegin gesprochen, die hat gesagt, ich soll mich hier hinsetzen. Ja, gut. Verraten Sie mir den Trick bei Gelegenheit. Also die machen sie ja richtig kompliziert. Anstatt, dass sie sich da vorne mit entspann hinstellen. Entspann dich mal, Borsi. Alter. Dass sie da vorne die Aussage eben aufnehmen und dann ist es gut. Dann lassen der sie hat mich ja halt in die Zelle gesteckt und hat vergessen abzuschließen. Hat gesagt, die macht sich jetzt einen Hotdog. Was hatte ich? Ja, und jetzt sitzen wir hier, oder was? Ja, keine Ahnung. Da, was läuft denn hier ab? Naja. Naja, warten wir mal. Die wollen ja schließlich was von uns, nicht wir von denen, wa? Ich bin ja gespannt, warum die eine darauf kam, dass sie dir 2 Mollys noch abgenommen hätten. Keine Ahnung. Ich wurde 3-mal durchsucht und mir hat überhaupt niemand was abgenommen und ich habe immer gesagt, was ich dabei habe. Okay. Also ein Police Officer mit hellblonden Haaren. Ja. Dann ein, dann so ein Officer, der in meinen Wagen geguckt hat. War doch eine Zivi-Streife mit dabei? Ja, ja. Okay. Die haben der Higgins ist nämlich von der DTU. Das ist, ich weiß nicht, wie die heißen. Das sind nur ja, so Zivil, die Zivil-Dings hier. Ah ja. Und dann war das gut. Ah gut. Oh, der Lee, entschuldige Sie bitte. Ist ein bisschen ein Chaos heute. Ein bisschen viel los, gell? Ja. Kaiser Tag, hm? Ja, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, der Herr, der hat so recht. So. Okay, damit es hier nicht, nicht mehr allzu lange dauert, würde man einfach mal kurz Ihre Aussage aufnehmen. Genau. Alles klar, soll ich einfach frei reden, oder? Rege Sie einfach mal los, was da passiert ist und so weiter und so fort von vorne am besten. Alles klar, naja, nee, wir waren beim bei diesem Tittenladen. Wir wollten Van Diamonds, genau. Genau, das weiß ich nicht, wie der heißt. Auf jeden Fall wollten wir da hin, aber konnten nicht rein, weil meine Kollegen hatten wohl letzte Woche eine Schlägerei drin angefangen und dann hatten wir Hausverbot, alle. Naja, halb so wild. Dann kamen sie, ja, und sie haben natürlich den vollen Beleidigungsapparat abbekommen, ja, weil ich auch wütend war. Mhm. Eigentlich bin ich immer wütend. Und dann bin ich, naja, klar, bin ich losgefahren und bei der Fahrt, ich fahre ja so einen Tattoo-Schuppen, ja, ich habe ja so einen Wagen, so einen mobilen. Ja. Da ist, naja gut, ich trinke halt viel Alkohol und da sind halt auch die ganzen Desinfektionsscheißzeug drin, ne? Und dann bin ich losgefahren und dann ist bei der Fahrt, ich werfe halt auch gerne mal in Aggression Flaschen. Ja, ich bin halt, Sie würden jetzt umgänglich sagen, Wichser. Aber das ist auch okay. Das ist okay. Ja. Können Sie auch sagen, wie Sie möchten. Ich werfe Ihnen das nicht vor. Hm? Passen Sie auf. Und dann habe ich mir nach einer Flasche gegriffen. Normalerweise habe ich immer eine leere Flasche dabei, wa? Und das war wohl eine volle Desinfektionsflasche, die sich dann beim Einschlag entzündet haben muss, wa? Mhm. Und dann hat es da unten so geflammelt. Verstehe. Also die Flasche, nach der sie gegriffen hin, das war wohl ein Desinfektionsmittel, ja? Naja, entweder das oder ein Alkoholscheiß. Also ich habe halt hinten hochentzündlicher Scheiß wegen dem Tattoo-Scheiß, wa? Mhm. Das hat einer von dem. Wie heißt denn der? Also einer von dieser Zivilstreife hat das auch angeguckt und hat gesagt, ja, hier Vorsicht und so ein Scheiß. Und ich frage nochmal kurz zwischendurch, damit wir das einfach komplett und abgerundet hätten. Sie haben die geworfen, hätten Sie ja gerade gesagt. Und bewusst halt in unsere Richtung, ne? Das müssen wir halt auch noch festhalten. Naja, aus dem Fenster halt, aber nicht in eine Richtung, sondern einfach aus dem Fenster. Kurze Zwischenfrage, die Flasche hat sich durch die Luftreibung angezündet. Keine Ahnung, durch die Kippen, die da auf dem Boden liegen die ganze Zeit. Ich meine, das ist ein Club. Hm. Ich stand ja direkt davor. Ich rauche ja auch die ganze Zeit. Ja, das macht voll Sinn, was Sie sagen, Mann. Okay. Das wär's so grob mal gewesen von Ihrer Aussage, ja? Ich würde dann nochmal. Ja. Genau, ich ansonsten noch mal. Hat er sich ja schon entschuldigt dafür, dass das passiert ist. Soll ich Ihnen gerade nochmal Ihre Aussage vorlesen, damit man da nicht möglicherweise ja, irgendwas ja, Falsches. Klar. Also, wir waren bei diesem Tittenladen, in Anführungsstrichen, in Klammern genau. Diamonds, und wollten genau da rein. Dort durften wir aber nicht rein, weil meine Kollegin letzte Woche dort eine Schlägerei hatten.
Dann kamen sie, in Klammer die Polizisten, und haben leider Gottes den vollen Beleidigungsapparat abbekommen. Genau, den Frust. Kann man sie in Klammern Frust. Jawohl, Hammer. Frust. In Frust, okay. Ja, genau. Dann bin ich nach dem ausgesprochenen Platzverweis bin ich losgefahren und in meinen Wagen gestiegen. Dort sind auch die ganzen Desinfektionsmittel sowie Alkoholflaschen befinden sich die ganzen Desinfektionsflaschen sowie Alkoholflaschen. Genau, dann können Sie da einklammern und schreiben Tätowierer. Genau, das habe ich dort noch mit aufgeschrieben. Dann haben sie gesagt, ich werfe gern mal, wenn ich aggressiv bin, Sache. Und dann habe ich wohl nach einer Flasche gegriffen. In dieser befand sich entweder Desinfektionsmittel oder ein anderer hochentzündlicher Stoff. Klammer aufgrund meines Berufs, des Tätowierers. Ja. Und im Anschluss daraufhin habe ich die Flasche aus dem Fenster geworfen. Genau. Okay, das passt soweit, ja? Genau. Okay. Dann haben wir das soweit. Ihre Aussage steht soweit. Und dann werden wir das in die Akte vermerken und dann gucken wir, was dabei rauskommt. Okay. Genau. Wurde irgendwas beschlagnahmt bei meinem Mandanten? Nö, die hatten meine Messer und mein... Genau, die kriegst du gleich wieder. Die Kollege von der DTU hat noch zwei Fläschle aus ihrem Wagen genommen. Da müssen wir halt mal gucken. Das wird jetzt in die Reservatekammer dann verbracht und es wird untersucht. Naja, klar. Sind noch zwei Fläschle, die potenzielle. Halt das ist halt dieses Reinigungszeug, wa? Genau, das brauchen wir ja zum Tätowieren, ne? Da müssen wir mal gucken. Das müssen wir halt nochmal klären. Also, ich muss das jetzt nicht haben. Ich habe da ganz viel Zeug von, wa? Wenn Sie genug sagen, also, dann passt es doch. Dann passt das, Das ist jetzt nicht entscheidend, wa? Alles klar. Scheiße. Dann würde ich sagen. Wenn es soweit gehe, die Aussage haben wir. Und falls es da noch irgendwas geben sollte, wird sie die Staatsanwaltschaft kontaktieren, gell? Ja, so wie. Klar. Alles klar. Der Herr, ich möchte Ihnen trotzdem noch einmal sagen, es tut mir leid, wenn alle Gemüter ein bisschen hochgefahren wurden. Sie müssen sich bei mir nicht entschuldigen, Sie haben nichts falsch gemacht. Okay, ich möchte trotzdem, vielleicht können wir uns das nächste Mal in einem anderen Ton, wenn wir uns begegnen. Ja, wenn ich wütend vor einer Tittenbar stehe, dann ist das auf jeden Fall kein guter Zeitpunkt. Okay. Na gut, also, dann haben wir das dann geklärt. Dann komme ich Ihnen vor und gebe Ihnen dann Ihr Messer nochmal zurück. Na ja, klar. Ist er gerade vor. Machst du zu. Bin an. Digga. Ich laufe ja wieder raus, Gott sei Dank. Ich dachte, ich gehe lebenslange Knast, oh Gott. So, Dele. Da haben Sie das Messer wieder. Oh ja, danke. Ihre Sache, perfekt. Und sind Sie hiermit befreit. Naja, klar. Dann sind Sie ein schöner Ort. Ja, klar. Und tschüss. Gut, danke schön, ciao. Naja, wirst du eine kleine Strafe kriegen, Mann. Scheiße, Mann. Hey, Rossi. Du, Marino, was ist denn da deine Beschwerde? Ja, gerne. Also, danke dir, also wirklich, wieder Leben gerettet. Leben gerettet. Ja. Nummer habe ich ja, wenn ich was höre von der Staatsanwaltschaft, sage ich Bescheid. Genau. Jo, dann viel Spaß noch. Super, auch rein. Wow, wir wurden weggezählt gerade. Von wem? Von dem mit den blonden Haaren da. Der ist super. Ach so. Selber schuld, wa? Er ist selber schuld. Na, dass ihr weggetasert werdet. Ah ja, da. Ach so. Wer sind das da? Das Krake. Ich meine die in Rot. Lilith. Wer? Lilith. Oh Gott. Also klar, ich fahre sie selber. Wo heißt es? Ich verstehe dich nicht, Wayne. Sie hat aber... sie heißt Lilith. Wie heißt sie? Ja, Lilith, wa? Lilith? Lilith. Ach so, da ist das Problem. So, hast du das jetzt? Ja. Ja, hi, ich bin Bauer. Und dann weiter? Ja, das Bauer? War's, wa? Der hat mich dann getasert. Ja, du kannst mich auch Bauer nennen. Ich bin auch Bauer. Ich das verlassen, hatte ich selber gehört, ne? Ja, klar, aber hat der trotzdem nicht den unmittelbaren Zwang angekündigt, wa? Ja, gut, ja, also meine Freundin ist nicht der Polizeigewalt. Außerdem hat er die Tasten ja einzeln rausgezogen. Was? Vor meiner Nase. Ich hab ja gar nichts gemacht. Einfach Lil. Lil. Und ich höre mir mal seine Story an, ne? Und ich gebe jetzt weiter an meinen Ja, gib mir jetzt erstmal meinen Ausweis zurück, wa? Nee, war ich nicht. Weiß, ich wollte schon immer so heißen wie du. Ah, hast du ja auch recht, wa? Was ist denn jetzt hier los, Alter? Ja, sehr gut, ich hab mich nur beschwert hier. Über mich, ja? Polizeigewalt ist es einfach. Ja, Polizeigewalt. Hab mich über Polizeigewalt beschwert. Wie jetzt Polizeigewalt schon wieder? Also, ich möchte mich ja auch beschweren bei Ihnen. Was? Ja, weil Sie Polizeigewalt gegen mich gemacht haben. Ich will Sie woanders aufnehmen lassen. Ich kann nicht meine eigene Polizeigewalt aufnehmen.
so? Ja, sehr gut. Das ist allerdings schwer. Oh, so Frechheit ist das. Brauche ich denn alles gut? Das selber schuld, oder? Ich brauche auf jeden Fall noch einen Mediziner. Kannst du mal jeder kommen, wenn ihr kann. Jo. Grau. Ich wurde zusammengeschlagen oder habe mich zusammenschlagen lassen aufgrund von unfähiger Verteidigungsmaßnahmen. Und habe ein bisschen auf den Kopf gekriegt und fühle mich immer schwummerisch. Schwummerisch. Naja, dann. Wenn Sie was haben. Lass uns mal gucken. Ja, kein Problem. Ne? Kriegst du ja schon mal ein Kühlpack, weil das gibt noch eine schicke Beule. Naja, klar. Dann gucken wir mal, ob wir da nicht noch eventuell irgendwie was habe, was ich dir geben kann. Jo, hier ist noch eine Kopfschmerztablette. Ich danke dir, Ram. So. Jo, dann ja, will die nicht aufhalten, Ram. Vielen Dank. Jo, bitte. Das ist aktuell mein. Ja, guck mal, nee, du bist eine Reiche, du bist auch so eine Reiche. Ich will jetzt ich mal bin das passieren, was? Ist das deine Mutter? Von Wänchen oder was? Nee, von dir, Papa. Warum soll, krieg die mal an. Wieso? Kann auch sein, dass sie jung geblieben ist. Ja, warte mal, bist du meine Mama? Du kennst deine Mutter nicht. Scheiße, jetzt habe ich hier ein paar Doras. Pandoras Tüte aufgemacht. Lass dir Zeit, wa? Lass dir Zeit. Also, ich habe eine Schwester, habe ich. Die suche ich auch. Kennt ihr die vielleicht? Luna? Ja. Nee, keine Ahnung. Wa? Luna. Luna Nox. Sieht aus wie ich. Ist genauso groß wie ich. Wir sind ein Eingezwillinge. Mhm. Auch gleiche Haare. Ja. Gleiche ja. Brille. Ja. Gleiches Talent. Gleiche Anziehsachen. Ja. Warum sieht die genau gleich aus? Das macht es auch unnötig schwer. Nee. Na klar. Wie soll also ich für euch uns ist das jetzt nicht so schwer, ne? Hä? Für uns, für mich voll schwer. Nein. Ja. Mhm. So, was ist denn hier? Was geht denn hier vor, Alter? Nix, wir haben auf dich gewartet. Ach so, ja, nee, ich hab... Oh, fuck, Alter, das war knapp. Ich konnte mich rausreißen mit der Aussage, Gott sei Dank, auch vollkommen, jetzt hier, wie mäß, dass mir beim Vorbeifahren eine hochentzündliche Flüssigkeit aus dem Fenster gefallen ist. Warum ist klar, Klärchen. Und das nutze ich, um desinfizierend bei der Tätowierung zu sein. Borsti ist einfach ein Genie. Ja, ist ein Top-Anwaltchen, wa? Na der ja, Borsti. Klar. Gott sei Dank. Borsti. Ja, Borsti ist Anwalt. Was mit Horsti? Der heißt Borsti. Borsti, ja. Die Borste. Ja, nee, das ist auch ein Punk. Ist ein Punkname, war? Ist ein Punkname. Punk und Partner sind so Anwälte. Ach so. Wie du so super kriminell bist, da sollst du vielleicht mal die Nummer von dem aufschreiben, ja, sag ich jetzt ehrlich, war. Ja, wäre vielleicht sinnvoll, ne? Weil der andere Typ, der hat zu nichts getaugt, ne? Ich habe gesagt, ich habe den einen Polizisten, ich habe den halt voll fertig gemacht, ne? So, und der hatte dann auch richtig Angst so vor mir. Und ja, ich habe gesagt, das war Notwehr halt, ne? Und der Anwalt hat gesagt, nee, das ist schon gerechtfertigt, wenn er das macht. Ich gesagt, das war Notwehr, ich hatte Angst, dass der mich umbringt. Da war überall Blut in der Zelle. Wer ist die Frau, Alter? Und warum haut die Leute aufs Maul? Ja, das ist eine komische Geschichte. Erst war sie nicht kriminell, jetzt ist sie kriminell. Die ist auch irgendwie Tai-Chi-Meisterin oder was. Was ist denn Tai-Chi? Ist das nicht so ein Soja-Getränk? Nee, das ist, glaube ich, so eine Kampfsport, war, oder? Ja, das, man findet die innere Mitte halt dann auch, ne? Und dann, Wie macht man dieses Tai-Chi? Also, soll ich das nochmal zeigen? Mach's doch mal bei Powerchen, wa? Ja, klar. Bei wem? Was muss ich machen? Bei dem Mann mit dem kleinen Iro, wa? Ja. Hey, hörst du mal auf, endlich auf der Größe meines Iros umzuhacken, Alter. Ja, Entschuldigung, ich muss das doch mal ausnutzen, wa? Was muss ich jetzt machen? Also, einfach nur dastehen. Ich zeig dir das jetzt halt einmal, ne? Du musst halt deine innere Mitte finden. Du atmest tief ein. Und dann, wenn du ausatmest, lässt du alles raus. Oh. Ah, oder? Oder? Ist super schön, Power. Du Zubi, ey. Es ist so befreiend. Es ist einfach befreiend. Ich glaube, der hat seine innere Mitte gerade gefunden, wa? Hast du denn in die Eier getreten? Mir geht's super, lass mich kurz reden. Was habt ihr denn? Was ist jetzt denn los? Nichts. Ich habe gerade. Sie hat mir gerade so ein Training. Ja, ich bin okay, wir haben Tai Chi gemacht, ja. Was ist das denn gewesen? Hat sich geklärt, sie können. Waren das Schüsse? Die alles gut. Der hat gerade dreimal geschossen, jemand. Ja, ich hab's auch gehört. Ich hab das auch gehört, das kam von da hinten irgendwo. Ich glaube, hier wird geschossen. Ich höre nichts mehr, weil ihre Freundin mir eine auf die Nase gegeben hat und so ist mein Hörgang irgendwie geschädigt. Ach, warte mal, das ist doch nicht meine bei Freundin, Nase? Ja. Die Nase hängt mir die Ohren zusammen, wissen Sie das nicht? Ja, aber nur weil ich auf die Nase boxe, heißt es doch nicht, dass du taub wirst. Ja, ne, also taub bin ich nicht, aber ich höre ein bisschen. Alles klar, ihr macht mal eure Biologie-Scheiße weiter. Ich will jetzt auch pendeln.
Ja, sehr gut. Ja. Was ist denn jetzt mit der Karre? Ja, die fährt doch noch. Die fährt doch. Soll ich euch mitnehmen oder wollen wir raus? Was? Kommt ihr mit oder was? Ja, ich würde noch ein bisschen, ich bleib noch, wa? Also bleibst ich leg mich jetzt langsam auch auf die Karte. Naja, dann kommt mit, Wayne. Ich bin ein bisschen unsicher, wa, Paul? Schön bis morgen. Ja, bis dann. Ich schwöre, ich hab Schüsse gehört. Hosenzoss! Nein, ich hab die gerade gehört. Ach so. Fucking Wayne. Soll ich fahren? Nein. Alles klar. Alter, es ist so komplett eskaliert heute, Wayne. Oho, das war super! Der komische, dieser komische Lost-Leut-Dings hat mir Fragen gestellt zu der Kutte, Alter. Wie Fragen gestellt? Zu meiner Kutte. Warum? Keine Ahnung, hat er nicht erklärt. Der IP ist im Kasern, ist er hier in eine Nadel verfallen wohl. In eine Nadel? Ja. Der ist im Krankenhaus, hab ich doch gesehen. War ich doch dabei? Geht's denn gut, ey? Naja, bestimmt war. Der hat doch gesagt, der schläft da heute. Ah, das ist super, ey. Ich dachte, der ins Licht geht, weißt du? Nee, da war doch noch ansprechbar, die haben das ja sofort getaped. Ah, so viel. Ach ja, du pennst ja jetzt im Laden. Genau, wo willst du. Du, ich lass dich auch im Laden raus, oder? Ja, ich lauf dann immer zum Rummel. Noch 9 schlafe ich. Oder kannst du mich hier vorne rausschmeißen? Genau. Supi! Hoho, er muss nicht so viel laufen. Bis morgen, Wayne. Ja, bis morgen. Pass auf dich auf. Ja. Hoho, ey. Alter, ich fasse es nicht, wie lustig Wayne ist. Ey, kann ich dir irgendwie helfen? Ich helfe nicht. Ach nee, gerade nicht. Ich hau mich jetzt hin, Alter. Ah, okay, alles klar. Na, nochmal, hm? Alles klar, weiß ich Bescheid. Hau rein.